Herzlich willkommen bei Obertermann, kompakt erklärt. Heute das Thema Magic Box. Und dafür habe ich mir Stefan Rink, Leiter Produkteinheit Brandschutz hier bei Obertermann, mal ins Studio geholt, der uns einiges dazu erzählen kann. Seien Sie gespannt. Hallo Carsten. Stefan, hallo, schön dich zu sehen hier in unserem kleinen, aber feinen Produktstudio. Ja, ich habe ja schon angekündigt, wir sprechen heute über unser neues Produkt, die Magic Box, die wir auch schon dekorativ platziert haben. Ja, ich glaube, da müssen wir einige Sachen mal erklären, weil das ist ja nun mal neu für unsere Kunden sowieso. Wir haben eine dreiseitige, eine vierseitige, aber ich glaube, wir fangen mal ganz von vorne an. Nachweis europäisch, weil über den Brandschutzkanal haben wir schon gesprochen, hier genauso. Ähnlich. Bei diesem Produkt handelt es sich natürlich auch wieder um ein europäisch geprüftes Abschottungssystem, also Kabel- und Kombiabschottung, wobei wir hier den Fokus echt auf die Elektroinstallation gelegt haben. Und das Produkt selber ist ein CE gekennzeichnetes Produkt, was über eine ETA verfügt, sprich über eine europäisch-technische Bewertung. Und für die Anwendung, dass wir das Produkt auch einbauen dürfen in Deutschland nach deutschem Baurecht, gibt es eine allgemeine Bauartgenehmigung. Mir fällt sofort auf, dieser Verbinder kenne ich. Das sind unsere Magic-Verbinder für unsere Magic-Rinne, die RKSM, MKSM oder SKSM. Und ich glaube, daher auch hat der Name Magic Box. Genau, daher kommt der Name. Ja. Die Entwicklung ist also so, dass wir damals gesagt haben, wir brauchen eine Box, wenn es um eine vierseitige Box geht, die wir um eine bestehende Installation klicken können. Das heißt, du siehst, du hast recht, wir sehen hier die Magic-Verbinder, die von dem 35er-Rinnensystem kommen, die haben wir auf dieser Seite und wir haben sie hier unten auf der anderen Seite, bei der vierseitigen Box. Wenn eine Rinne besteht, die durch eine Wand durchläuft, ist nicht schlimm. Ich klicke nicht um die Rinne drumherum, füge die ein. Und genau. Ich glaube, auch bei den Größen haben wir uns auch sehr an die Rinnenhöhen genähert. Ganz genau. 60, 110, ne? Genau, richtig. Also vom Prinzip, das Portfolio ist wirklich überschaubar. Ja. Und wenn man sich den Markt der Brandschutzboxen anschaut, dann weiß man, dass es dort eine Vielzahl an verschiedenen Boxen gibt. Und wir haben gesagt, nein, wir wollen ein kleines, übersichtliches Portfolio haben. Das heißt, ja, es gibt die vierseitige Box, wie wir das hier sehen. Und die vierseitige Box gibt es mit der Innenhöhe 60 mm, also für unsere Gitterrinnen 55 und Kabelrinnen 60 mm Seitenhöhe oder Kabelleitern. Und es gibt die Box auch mit einer Innenhöhe von 110 mm. Sogar Weitspann wäre möglich. Und diese Innenhöhe bietet im Moment keinen Wettbewerb. Und dann gehe ich von aus, Systembreite 100 bis 600, ganz genau. Rund zu machen. Ganz genau. Prima. Und damit hast du das Portfolio schon erschlagen. Das heißt, ich hätte dann einmal 6 und nochmal 6 sind 12. Für die auch hier, also 24? Genau, 24 Kästen. Die dreiseitige Variante, die hat natürlich nicht diese Magic-Verbinder, weil wir hier das gesamte Gehäuse schon fertig haben. Aber auch hier, da hast du recht, 60 mm Innenhöhe, 110 mm Innenhöhe und in den Breiten 100 bis 600 mm. 24 Kästen reicht völlig aus für die Anwendung in Elektrotechnik. Wenn ich es so sehe, Anwendung Hohlboden. Ich kann mir aber auch vorstellen, ich kann die so anbringen für eine Steigeleiter, die dahinter verschwindet. Genau. Also habe ich immer, also beim Deckendurchgang. Und bevor jetzt die Fragen aufkommen, was sind diese schwarzen Streifen? Die haben auch eine Bewandnis, ne? Genau, richtig. Also wenn ich die Box in die Wand oder in die Decke einbaue, also beide Möglichkeiten bestehen, Wand- und Deckenmontage. Ich kann also die Boxen auch frei im Raum platzieren, in der Decke. Ja. Und die Graphitstreifen, die im Lieferumfang dabei sind, die sollen an die Position geklebt werden bei der Montage, sodass wir die Wandstärke abbilden. Das heißt, die Box wird immer mittig in die Wand eingebaut, mit Überstand zu beiden Seiten gleich. Und der Graphitstreifen wird so angeordnet, dass er bündig mit dem Bauteil Wand abschließt. Das machen wir zweimal. Ja. Das heißt, 100er Wand muss der Ausführende die Streifen so aufkleben, dass sie in diesem passenden Abstand das sind. 10 und 10 überstehen. Richtig. Ist die Wand dicker, dann klebt er diese Streifen weiter nach außen. Das ist auch der Grund, warum wir nicht schon die vorgeklebt haben, weil wir wissen nicht, wie stark das Bauteil ist, wo es hinter reinkommt. Genau. Perfekt. Ja. So, die Box besteht ja aus Edelstahl, sie ist also schon mal sehr, sehr robust. Ja, ist auch aber wenn man sich vorstellt, dass wir bis auf eine Breite von 600 mm gehen können, ist es tatsächlich so, wenn das Ganze heiß wird im Brandfall,
haben wir immer eine kleine Durchbiegung. Und das ist dann der Graphitschaden, und der es kompensiert. Der verhindert dann das Durchbrennen und deswegen muss er an diese entsprechende Stelle montiert werden. Ich weiß, ich kann die Box komplett voll belegen, weil ich schon anteilig quasi meine maximale 40% schon drin habe. Aber wenn ich die nicht voll belegen möchte, was mache ich denn dann? Ja, da gibt es eine Möglichkeit, dass man ein separates Set an Schaumblöcken kaufen kann. Ja. Und wir bieten ein Set an, was 4 dieser Schaumblöcke enthält. Und das größere Set enthält 8. Das hat den Hintergrund, dass wir diese Blöcke an die Stelle positionieren können, wo wir sagen, ah, da möchte ich später noch nachinstallieren. Also ich könnte auch einen Leerschott aufbauen. Ich könnte auch die Box komplett mit diesen Blöcken ausstatten und entsprechend dann als Leerschott oder Reserveschott montieren. Ich sehe da immer die Pyrosit-Kartusche. Es ist ja ein Systembauteil sozusagen, Systemprodukt. Ich gehe davon aus, wenn ich jetzt ein Kabelbündel durchführe, habe ich immer Sicken, ich habe Öffnungen und damit? Genau. Also ich muss, Pyrosit ist also Zwangsverpflichtend sozusagen. Das ist eine Pflichtkomponente, genau. Ja. Wenn man ganz geschickt die Box auslegt, das heißt an die bestehende Installation schon anpasst, nehme ich natürlich eine Box in der entsprechenden Höhe und in der passenden Breite. Ja. Sodass ich mit einer Kartusche Schaum sehr häufig den Restquerschnitt, das heißt Fugen, Zwickel, alles zwischen den Installationen mit dem Schaum von beiden Seiten oder auch teilweise von einer Seite sehr gut verschließen kann. Ich kann mir auch vorstellen, auch ideal für Nachbelegung, indem ich einfach den Keil herausziehe und nachbelegen kann. Ich meine, einfacher geht es ja nicht. Es geht einmal mit dem Schaumblock, den man dann rausziehen kann. Ich kann natürlich genauso sagen, wenn ich die Box bereits ausgeschäumt habe mit Pyrosit, und ich habe nur eine Leitung, zwei Leitungen nachzuinstallieren, dann kann ich diese Leitung auch einfach durchstoßen durch den Schaum. Ja, da ist also kein Restverschluss mehr nötig um die Leitung. Also ich sehe jetzt hier den Installateur, der sich mit einem Schottsystem, wo er sich viel mit Installation aus dem Bereich Heizungsanitätsmus muss, völlig super. Ich habe ein einfacher Schott, was für mich eine reine Elektroinstallation viel einfacher macht, als wenn ich mich jetzt ein Schottsystem annähern müsste, mal reinlesen, durchlesen, was da habe ich überhaupt Abstände. Also ich finde das Produkt einfach klasse. Ja. Stichwort Abstände, du sagst es gerade. Ja. Der Installateur hat hier den ganz, ganz großen Vorteil, dass er in die Öffnung der Wand die Box einfach nur mit dem Graphitstreifen versieht, mit Gipsspachtel versiegelt. Und dann anschließend kann er die Elektroinstallation da durchführen, bis die Box gefüllt ist. 100%. Er braucht sich um Abstände keine Sorgen machen, weil Elektroinstallationen untereinander sind mit Nullabständen geprüft. Das heißt, man kann nichts falsch machen. Und ein weiterer Vorteil, gerade der Schaumstoffe, du hast es eben gesagt, Schaumstoff ist im Deckel, deswegen ist er auch etwas höher. Schaumstoff ist in den Seiten drumherum. Und wir verfüllen mit Brandschutzschaum Pyrosit. Und hier ist es so, dass falls mal jemand mit einer Rinne, die durchgezogen wird oder mit einem starren Kabel, der Schaum etwas angekratzt wird, beschädigt wird, das spielt bei dem Schaumstoff überhaupt keine Rolle. Er ist selbst heilend und würde dann im Brandfall ja aufschäumen. Und da haben wir eine Situation gegenüber dem Wettbewerb. Da muss man teilweise prüfen, ist die Brandschutzeinlage wirklich noch intakt. Ich sehe schon, du bist Feuer und Flamme für dieses Produkt und ich gratuliere euch auch wirklich zu diesem tollen Produkt und ich bin schon gespannt, was der Markt dazu sagt draußen. Ja. Stefan, vielen lieben Dank dafür. Ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Sehr gerne, Carsten. Tschüss, bis dann. Tschüss.